Und da geht es eben darum, dass du verstehst, dass du eben nicht diese Person bist, die das Umfeld und die Gesellschaft aus dir gemacht haben, sondern dass du verstehst, dass wenn du dein Divine Design einnimmst, dass du frei wählen kannst, wer du bist und als wer du hier auf dieser Welt wirkst, welche Energie du hier verkörperst, welches Bewusstsein du hier verkörperst. Du musst keine Regeln oder Bedingungen verfolgen oder irgendeine Herkunft beachten. Natürlich ist es dann schwer, dieses neue Wesen zu sein, weil du ja Angst hast, quasi niemand mehr zu sein, wenn du nicht die bist, wo du wusstest, dass du sie bist. Deswegen brauchst du eine neue Divine Design Identity. Und darum geht's. Wenn du das verstehst, kannst du dich für einen Neuanfang entscheiden. Du kannst diese Reise antreten, die du jetzt antreten möchtest, weil du hast keinen Bock mehr auf all diesen Schmerz, auf die Enttäuschung, auf die Frust, den Frust, auf die Krankheit, den Ärger, auf den Neid, auf das Scham- und Schuldgefühl. Du hast keinen Bock mehr darauf und du entscheidest definitiv. Ja, und der einzige Weg daraus ist, dass du aus deinem Human Design rausspringst und rein in dein Divine Design. Warum? Ich erkläre es dir. Am Anfang, unten links, hast du das Gefühl gehabt, ich bin das Opfer. Du bist ausgeliefert, du bist klein, du bist ein Kind. Du hast das Gefühl, das Leben geschieht dir, du wirst beschuldigt. Du fühlst dich manchmal verflucht und verdammt. Du bist neidisch auf die anderen, denen es nicht so geht. Du probierst immer besser zu sein, du kämpfst, fühlst dich ausgebrannt, wirst vielleicht krank. Warst auch als Kind schon krank und bist relativ verzweifelt, weil du keinen Ausweg siehst. Und dann machst du dich auf die Suche. Und dann findest du heraus, dass du Einfluss nehmen kannst. Dann merkst du, dass das Leben mit dir geschieht, dass du wirklich die dominierende Konstante in deinem Leben bist. Du merkst dann irgendwann mal, dass du Einfluss hast und fühlst dich auch gewissermaßen ermächtigt. Du hast das Gefühl, okay, ich muss mich abgrenzen, ich muss meine Grenzen einhalten. Und dann merkst du irgendwann mal, okay, ich kann ja manifestieren, ich kann da im Außen was manipulieren, indem ich die richtigen Sachen mache, indem ich die richtigen Affirmationen spreche, kann ich im Außen etwas anziehen. Und das ist schon ein großer Teil der Wahrheit. Aber du suchst weiter nach Lösungen. Eben, du bist hier bei mir gelandet, weil du merkst, Scheiße, das reicht nicht. Und dann erkennst du, okay, ich bin Mitschöpfer, Co-Kreator. Das Leben geschieht irgendwie durch mich. Da gibt es ein Innen, da gibt es ein Außen. Und da ist doch wohl auch noch eine höhere Kraft außerhalb von mir. Und dieser höheren Kraft, du hoffst, dass diese höhere Kraft für dich ist. Und so willst du dich weiterentwickeln, dass diese höhere Kraft in deinem Sinne für dich die Dinge manifestiert. Und du bist noch nicht ganz klar, dass du diese Manifestation sein willst. Du bist noch nicht ganz klar, du fühlst dich schon viel besser, du fühlst dich schon viel ermächtigter. Aber jetzt geht es in diesen letzten Schritt, den ich dir jetzt hier beibringen will, dass es darum geht, um dieses letzte Kästchen oben links, dass du weißt, dass du Divine Design bist, dass du weißt, dass du das Leben bist, dass du keine Fragen mehr hast, weil du weißt, alles ist in dir angelegt und zeigt sich nur im Außen. Dass du dieses Spiel hundertprozentig beherrschst, dass du dieses Spiel hundertprozentig für dich meistern willst. Und dass du weißt, es passiert nichts ohne dem, dass du es in deiner inneren Welt, in deinem Bewusstsein und in dem, dass du dich damit identifiziert hast, als diese Person und Persönlichkeit, die so lebt, dass da nichts passiert. Und du anerkennst hundertprozentig
die Tatsache, dass es keinen freien Willen außerhalb von dir gibt, dass alles von dir entschieden wird und dass du alles entscheiden kannst und dass du dich an keine Regeln halten musst und dass du dich an keine Bedingungen halten musst, sondern dass du einzig und allein eine klare Entscheidung treffen musst und bei der bleiben musst. Eine klare Entscheidung, wer du bist, wenn du dieses Leben mit all diesen Dingen führst, die du manifestieren möchtest. Ich nenne es die Ultramind Experience. Das ist für mich das Absolute. Das ist für mich wirklich ein Leben, das ich kreiere. In Freiheit, Fülle und Selbstbestimmtheit. Ich mache das in mir, weil ich die Frau bin, die so lebt. Ich kreiere und manifestiere ein Leben in allen Lebensbereichen, das nicht so ist, wie du immer gesagt bekommen hast, dass es gut und möglich ist, für dich zu leben, sondern hier geht es darum, dass du dir erlaubst, ein Leben zu kreieren, das genauso ist, wie du es wirklich willst, wenn du alle Begrenzungen und alle Bedingungen krass ablegst. Dazu brauchst du ein Fundament über dein Divine Design, sonst stehst du immer auf wackeligen Beinen. Du brauchst dieses Fundament, du brauchst dieses Prinzip, du musst dieses Prinzip verinnerlicht haben, wie ein Einmaleins. Weil ohne diese Prinzipien der Mathematik kannst du nicht in die höhere Mathematik einsteigen. Wenn du kein Einmaleins kennst, wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, dann hast du kein Fundament für irgendwelche anderen höher stehenden Gleichungen. Und genauso ist es im Leben. Du brauchst ein Fundament. Dieses Fundament vermittle ich dir in der Foundation. Ich habe das einmal live gemacht, das ist jetzt ein Videokurs. Diesen Videokurs kannst du durchmachen, da hast du ein Arbeitsbuch dabei, da kannst du dich immer wieder selbst kontrollieren. Es ist ein Self-Study-Kurs geworden. Dann gibt es bei mir The Bigger Game, das werde ich vor 2023, dieses Mastermind, werde ich nicht mehr anbieten, aber dafür gibt es für das ultimative, großartige Leben gibt es für mich The Ultramind von mir. Und wenn du jetzt beginnst mit diesem außergewöhnlichen Leben, wenn du sagst, ich bin bereit, wirklich da oben einzusteigen, alles zu erwerben, was ich brauche an Verständnis, das anzuwenden und zu wiederholen und dann zu beginnen, mein Leben zu gestalten, mich zu gestalten, meine Divine Identity zu gestalten, dann ist es wirklich für dich, dass du kommst in die Ultramind Experience. Ultramind Experience ist wirklich das große Spiel, wo du einen Riesensprung machen kannst, aber mit Fundament. Mit Fundament, weil du kriegst von mir die Foundation mitgeliefert, wenn du in der Ultramind Experience bist. Du lernst das Fundament für dich und zwar ab dem Moment, wo du einsteigst. Wenn du jetzt einsteigst in die Ultramind Experience, dann kriegst du zum 1. Juli hin schon die Foundation. Du kannst es durcharbeiten. Du kannst einmal in der Woche mich treffen zu einem Q&A zu dieser Foundation. Du bist also nicht alleine. Und das ist dieses Geile an dieser wahnsinnig genialen Mastermind, dass sie dich in deine göttliche höchste Divine Design Kraft bringt, wo alles leicht wird, weil deine menschliche Kraft überhaupt nicht mehr das Ausschlaggebende ist. Und ich würde mich riesig freuen, weil du siehst hier, schon allein dieses Audioprogramm kostet, wenn du es nur allein kaufst, kostet es 2.222 Euro. Wenn du aber die die Ultramind Experience mitmachst, dieses riesengroße, wachstumsorientierte Mastermind, wo du lernst, dein Leben wie ein Multimillionenunternehmen zu managen, weil all deine Assets, all deine Anlagen sind da, sie liegen nur brach und werden nicht gemanagt. Und dazu musst du bereit sein für kontinuierliches Wachstum innen und außen. Damit es bleibt, damit es weitergeht, damit dein Leben wirklich genau zu dem wird, was du dir vorstellst, wenn du alle Grenzen und Limitierungen ablegst. The Ultramind Experience ist für dich, wenn du bereit bist für dieses große Spiel, wenn du wirklich bereit bist, dieses Neue, dieses Prickeln, diese göttliche Fülle und Präsenz zu spüren, dieses krasse Vibrieren in dir, dass es
die Wahrheit ist, dass es keine Limitierungen gibt. Ich würde mich so, so freuen, wenn dich das anspricht. Denn du wirst dich befreien von all den Vorstellungen und Programmierungen, die dich begrenzen. Du wirst wissen, zweifelsohne wissen, dass du alles kreieren kannst. Du wirst eine Kühnheit und eine Unnachgiebigkeit für dich selber, für deine Ziele, für dein großartiges Leben, für deine Liebe, für dein Business, für deine finanzielle Situation erreichen. Und dafür brauchst du eben auch eine kühne, kühne Entscheidung. Und du kannst es auf die lange Bank schieben oder du kannst es jetzt machen. Du kannst aufhören, die Frau zu sein, die Liebe und Hingabe mit Unterwürfigkeit verwechselt. Du kannst aufhören, die Weiblichkeit damit zu verwechseln, dass du etwas für andere tun musst. Du kannst dir erlauben, erhaben und darüber stehen, über dem ganzen Human Design, ohne dich überheblich zu fühlen. Und ja, dieses Programm, das ist für dich, wenn du die Frau bist, die wahre Bedingungslosigkeit lernen und leben will. Es gibt keine Bedingung dafür, dass du die Frau sein darfst, die du sein willst und das Leben leben darfst, das du leben willst. Und es gibt keine Bedingung, die du irgendwo und keine Regel, die du erfüllen musst. Es ist, die Ultra Mind Experience ist für die Frau, die bereit ist, alles zu verlieren, um alles neu zu bekommen. Für die Frau, die schon so weit gekommen ist, aber noch nicht erfüllt und glücklich ist. Die immer noch in irgendwelchen Bereichen oder einem Bereich ihres Lebens Mangel verspürt. Und dieser Mangel zeigt sich einfach darin, dass du nicht erfüllt bist, dass du meinst, du brauchst irgendwas im Außen, um endlich gut genug zu sein. Und das zeigt es dir. Und wenn du eben meinst, du brauchst mehr Liebe, mehr Anerkennung in der Partnerschaft oder in überhaupt in Beziehungen, in Arbeitsbeziehungen, in Kundenbeziehungen, dann ist Ultra Mind Experience für dich. Wenn du noch nicht den durchschlagenden Erfolg hast, finanziell oder im Beruf, im Business, dann ist Ultra Mind Experience für dich. Wenn du hier angekommen bist, ich habe wirklich den Platinum Schlüssel, ich habe so lange gesucht, ich habe alles angehört, was da draußen erzählt wird und es hat nicht funktioniert, weil das grundlegende Prinzip nicht gelehrt wird, weil die grundlegenden Übungen nicht erzählt werden, weil dein Verstand nicht begreift, warum er tun soll, was ihm gesagt wird. Und da setze ich an. Ich will, dass du es verstehst, dass du es komplett verstehst. Und wenn du es komplett verstanden hast, wirst du nie wieder etwas anderes verstehen. Und deswegen, wenn du das Gefühl hast, du musst alles noch erkämpfen, alles ist schwer und du bist noch nicht stabil und du wackelst noch ein bisschen, dann hast du keine Foundation. Und auf dieser Foundation hast du etwas aufgebaut, was nicht stabil ist. Deswegen hast du auch immer wieder Angst, dass dir der Erfolg oder der Partner nicht bleiben kann, dass es nicht mehr werden kann, dass es nicht besser werden kann. Du versuchst immer noch festzuhalten. Es fehlt dir an Geborgenheit, Sicherheit und Rückhalt. Weil du nicht weißt, wie du dich in dein Divine Design hingeben, anlehnen, Unterstützung spüren kannst, weil es ja für dich klar ist. Und du bist immer noch irgendwie am Ausbrennen, weil du dir immer noch mehr aufhalst, weil du glaubst, mehr zu erleben heißt, sich mehr aufhalten, mehr zu machen. Und das ist nicht so. Es geht nicht um mehr zu machen, mehr zu tun, sich mehr aufzuhalten, sondern es geht darum, mehr zu sein, alles von sich zu sein und alles von sich im Divine Design zu sein. Dann wird es so, so leicht. Und wenn du auch immer noch zu viele Pflichten erledigst und keine entspannte Freude fühlen kannst, dann komm in die Ultra Mind Experience. Ja, weil denn danach bist du die Frau, die sich alles erschaffen und kreieren kann. Und die sagt, macht ja nichts, wenn es mal in die Hose gegangen ist. Macht ja nichts, ich kann es verändern, ich mache es einfach neu. Deswegen fühlst du dich komplett wohl, weil du keine Angst mehr hast, keine Beklemmung mehr hast, keine Angst mehr hast, Fehler zu machen, keine Angst mehr hast, Dinge zu verlieren. Du bist bold and brave, du bist kühn und mutig. Und das ist für jede Frau gedacht, ausnahmslos jede. Es ist in uns allen angelegt. Wir sind alle Divine Design. Wir müssen es nur noch rauskratzen und dann im nächsten Schritt leben, daraus herausleben und unsere komplette Human Design Denke und
die ganzen Annahmen aus dem Human Design über uns, über die Welt und über andere ablegen. Und diese anderen Menschen da draußen, die uns immer wieder zurückhalten, wir müssen erkennen, dass wir die kreiert haben und dass wir sie so kreieren können, dass sie unsere Cheerleader sind. Ja, und das geht eben nur über Selbstkonzept. Über dieses Selbstkonzept. Und du bestimmst dein Selbstkonzept. Aber zuerst musst du es aus dem Divine Design heraus bestimmen. Ohne Limitierungen, ohne Begrenzungen, ohne das, was du mal gelernt hast, ohne das, was du geglaubt hast, wer du bist. Ohne all das. Ja, und wenn du dann in die Ultra Mind Experience kommst, dann kommst du mit auf die Luxusjacht im Roten Meer. Du lässt alles los, eine Woche lang. Wir haben das im März gemacht. Es ist gigantisch. Es ist gigantisch. Es ist das transformierendste ever, was die Frauen, die dabei waren, erlebt haben. Es hat sich alles geöffnet, gelichtet, es wurde klarer. Und das ist für dich, wenn du ein Langzeit-Mentoring-Programm willst, die Ultra Mind Experience. Kannst du mit 6 oder 12 Monate buchen, wo du langfristig begleitet wirst, wo quasi der Opener von dir ist das Yacht-Retreat, eine Woche lang. Danach gehst du für deine Beziehungen, für dein Business, für dein Geld, für dein Glück, für deine Freude, für deine Erlebnisse und zwar in Leichtigkeit. Und genau so manifestierst du eben auch Millionen auf dein Bankkonto. Alle Wünsche sind ja da im Divine Design. Warum sollten da nicht auch Millionen sein? Aber du musst die Frau sein, die es managen kann. Du musst die Frau sein, die das handeln kann, die ihr Leben als diese Divine Design Millionärin handelt. Nicht als irgendeine Millionärin, die frustriert und abgerackert und doch nicht geliebt irgendwo versucht mit irgendwelchen Käufen und Häuser kaufen und Luxusgeschichten sich aufzufüllen. Diese Millionärin willst du nicht sein. Du willst die Millionärin sein, die leicht und freudig schöne Beziehungen lebt, schöne Projekte, schöne Reisen, schöne Gegenstände, schöne Erfahrungen genießt, schöne Inspirationen, physische Schönheit, innere Schönheit, alles auf die gleiche Art und Weise genießt, was sie kreiert hat. Weil sie kreiert die Dinge, um sie zu genießen und nicht um sie zu haben, um eine Leere zu füllen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und das ist das Divine Design Leben. Und das ist so in Ordnung. Das ist so in Ordnung, dass du alles hast, was du dir jemals gewünscht hast, weil du willst es nicht aus Mangel, sondern du willst es, um es zu genießen und weißt, weil es da ist. Und das lernst du nicht von heute auf morgen. Da darfst du dich auf den Weg machen. Du darfst diese Frau werden. Es ist mir sonnenklar, dass es ein Investment ist. Aber die Sache ist die, wenn du nicht in dich investierst und tonnenweise im Außen investierst und investierst, damit du ein schöneres Haus hast, damit du schönere Kleider hast, damit du schöner aussiehst, damit du was weiß ich nicht was alles für dich kaufst in dieser Zeit. Und du kannst es nicht hundertprozentig genießen. Es ist immer noch diese verdammte Leere in dir. Das ist immer noch dieses verdammte Gefühl in dir, ich bin nicht gut genug und vielleicht muss ich noch was lernen und vielleicht muss ich noch besser werden. Ich habe einen Platinumschlüssel für dich, für alle Lebensbereiche. Ich habe etwas, was, wenn du das gelernt hast, dann sagst du, oh mein Gott, ich brauche keinen Hokuspokus, ich brauche gar nichts, ich brauche nur mich. Ich brauche meine Foundation und ich brauche mein Wachstum und ich nehme alle mit. Ich nehme mein Universum mit, ich nehme meine Menschen mit. Und es ist nicht bedingt, es hängt an keiner Bedingung, sondern ich kann es so machen, wie ich will. Mit aller Freude, mit allem, was ich so, so gerne hätte. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Ihr könnt diese Ultra Mind Experience buchen. Die Preise habe ich in der Facebook-Gruppe gepostet. Du kannst mir ein E-Mail schreiben. Ich sage es dir ganz offen hier. Es ist bis zum 30.06. ein Hammerpreis. Alles zusammen. Das Yacht-Retreat plus 6 oder 12 Monate. Intensivste Begleitung. Das ist Hammer. Das kriegst du nirgendwo. Das gibt's nirgendwo.
Da kannst du zu 100.000 Dr. Joe Dispenza Retreats fahren und meditieren 5 Tage lang. Es wird dich nicht so weit bringen, wie nur als Jagdretreat alleine. Und wenn du wirklich sagst, ich kann es mir jetzt nicht möglich machen, diese Ultramind Experience, komm mit auf die Jagd. Komm mit auf die Yacht, komm mit diese Woche, komm mit diese Woche. Und nachher wirst du es dir möglich machen, weiter begleitet zu werden, weil du willst nicht aufhören. Du willst nie wieder aufhören und du willst nie wieder in dein altes Leben zurück. Du willst nie wieder so leben, wie du gelebt hast. Ich kann es dir versprechen. Und wenn du nur dieses Budget hast, dann komm mit diese eine Woche. Sie wird dein Leben verändern und nachher wirst du dafür sorgen, dass du die ganze Ultramind Experience mitmachen kannst. Das schwöre ich dir. Es sind in der Einzelkabine all-inclusive, alle Coaching, Unterkunft, Luxus, Luxus, Luxus. Ja, schau bei mir auf der Homepage mywellfeeling.com, sind 4.800 Euro ohne Flug nach Hurghada. Du brauchst einen Flug nach Hurghada, der ist grundsätzlich nicht teuer. Und wenn du die Kabine bereit bist zu teilen, natürlich mit einer gleichgeschlechtlichen Person, sind es 3.900 Euro für diese Woche mit allem. Und du kommst als neuer Mensch raus. Als neuer Mensch. Und du willst weitermachen. Du willst all dein ganzes Leben so haben, wie du möchtest. Jeden Lebensbereich. Weil das willst du doch schon so lange, du willst es doch schon so lange. Du hast doch schon so viel ausgegeben, du hast doch schon so viel investiert, du hast schon so viel Zeit investiert, du bist schon so viele Holzwege runtergaloppiert und es war nichts. Es war nie nachhaltig, es war kurz mal ein High, aber es hat sich nichts grundsätzlich Grundlegendes verändert. Du willst alles verändern. Du willst gesund sein, du willst frei sein, du willst happy sein. Du willst glückliche Beziehungen haben, du willst glückliche Partnerschaften haben. Du willst etwas bewirken in diesem Leben. Du willst deine Zeit sinnvoll einsetzen und du willst dafür bezahlt werden, du selbst zu sein. Aber wer will schon dafür bezahlt werden, eine nicht gut genuge Persönlichkeit zu sein, die es vielleicht nicht kann, die es vielleicht nicht schafft, die vielleicht kritisiert wird, die vielleicht auf die Nase fällt, die vielleicht scheitert. Natürlich kannst du dir nicht erlauben, dafür bezahlt zu werden. Aber wenn du deine Divine Design Personality durch den Tag trägst, in deine Beziehungen trägst, in deine zukünftigen Kreationen trägst, dann weißt du, wie viel Wert das hat, was du ausstrahlst, was du kreierst als Schöpfer, was du schöpfst. Und dann bist du bereit, dafür bezahlt zu werden, du selbst zu sein. Verstehst du das? Und das wünscht sich jeder. Und ich möchte, dass es jeder haben kann, auf möglichst einfache und erschwingliche Art. Das komplette Ultra-Package will ich dir geben. Aber ich kann es dir nicht schenken. Ich kann es dir nicht schenken. Weil es ist der Schlüssel zu all deinen Wünschen. Und wenn all deine Wünsche, auch deine finanziellen Wünsche, von dir kreiert werden, dann ist das ein Geschenk, was ich dir mache. Und genauso empfinde ich das. Ich empfinde es als Geschenk. Ultramind Experience ist ein Geschenk an dich. Und du kannst so viel, 100.000 millionenfach mehr aus diesem Geschenk machen, wenn du es verinnerlicht hast. Und die realistische Verinnerlichung ist 6 Monate. Und wenn du 12 Monate gehst, dann wirst du schon sehen, dass sich das zigfach wieder ausgezahlt hat, was du investiert hast. Ich ziehe dir keine Kohle aus der Tasche. Ich verkaufe dir kein Fake. Ich verkaufe dir dein Divine Design, dass du nicht alleine findest. Das ist es. Und dass du vielleicht nicht so schnell findest, was du vielleicht in diesem Leben nicht findest. Aber du bist ja jetzt, jetzt. Und deswegen sage ich dir, komm jetzt mit. Egal wie du es machst, wenn du spürst, oh mein Gott, diese Frau hat wirklich den Schlüssel. Sie verkauft mir kein Huschi-Muschi-Hokus-Pokus, sondern ich spüre ganz genau, sie hat den Schlüssel für all meine Wünsche, für all meine Träume. Sie hat den Schlüssel zu meinem Divine Design. Sie gibt in mir, I'm coming.